Ja, schön. Also Und dafür wenn ist der das. Spruch dadurch auf Null sinkt, endet er frühzeitig. Ja, ich hatte Isarun ja schon mal die Liste geschickt. Isarun, hast du die Liste noch und möchtest du sie mal vorlesen, was alles passieren kann? Ja, möchtest du die schöne Zauberliste haben? Ja, bitte, einmal die vom Gregoroth. Ja, wir haben da die Auswahl zwischen Band und Fessel, Bann-Baladin, Blitzdichtfind, böser Blick, eigene Ängste, große Gier, Höllenpein, Horiphobos, Panik überkomme euch, Plumbumbarum, schwarzer Schrecken und Somni Gravis. Wenn ich es mir aussuchen darf, möchte ich den Höllenpein. Klingt nach Sorbens Zauberlicht. Wenn ihr da reinlauft, ohne eine hohe Magieresistenz, dann werdet ihr euch selbst zerreißen, werdet einschlafen, werdet von euren eigenen Ängsten gequält und also, ohne Witz, dieser Harmoniesing ist halt Verhinderung vom Gruppenvibe, aber gut, ihr lauft halt auch in Sanktum rein und das muss halt vorbereitet sein. In göttlichem Ich countert Auftrage. halt direkt Rajas Gegenspielerin. Ja, also absolut krank, absolut krank. Hilfreich. Ja, wie gesagt, ihr werdet dann nach ungefähr 10 Minuten, habt ihr 20 Mann wieder ausgeschaltet, die dann auch über den zweiten Befestigungsring dann ausgelaufen sind. Ihr könnt dann noch empörte Rufe und Schreie hören aus dem Inneren und könnt dann sehen, wie irgendwelche Heerführer dann unglaublich angefressen und angewidert dann auf den Mauern stehen und euch Verwünschung rüberrufen. Bis Ich dann das möchte versuchen, Silenzium einen da runterzuschießen. 50 Meter Reichweite, hauch rein. Ich schaffe ich locker, warte kurz. Prost. Du hast immer noch den reversalisierten, der gilt. Ja, dann gehören sie es halt auch, wie sie erschossen werden. Ich würfel einfach mal und dann gucken wir. Das sollte drin sein. 19. Auf 50 Meter habe ich 2 Punkte Erschwernis aus Entfernung. Junge, na Nehmen wir noch gut. 2 für Zielgröße, sagen wir gnädigerweise, er hat 4 für Deckung. Ja, machen wir mal Schaden. Also leider nicht so viel. Da sind nur 11 Panzerbrechend. Ja, damit nehme ich mir auf alle Fälle dann den Heerführer weg. Finde ich gut. Dann so, gehen wir mal auf die Liste. Ich werde eure Plus 1 aufgrund der Speersachen von Aviander werde ich euch eine Minus 3 geben. Dann sind wir aktuell bei einer Minus 2. Aktuell gibt es keine Informationen, weil ihr hinter den Hügel geblieben seid. Dann gehe ich mal von der Minus 15 runter auf eine Minus. Sagen wir minus 12. Sie wissen auf alle Fälle, dass ihr Rajani seid. Ortskenntnis habt ihr nicht, Geländekenntnis habt ihr nicht. Aber Ich meine, Arkos keine Geländekunde, der würde ja einen Angriff führen. ihr habt eine kamale Unterstützung bekommen. Das würde ich normalerweise als eine heldenhafte Aktion unterstützen, aber aktuell agiert Kiaras im Verbund. Daher ist es eine Ressourcenstufe mal 2. Ja, die Ressourcenstufe ist halt nicht hoch. Das sind dann nochmal 2 Punkte. Dann seid ihr bei einer Kriegskunstprobe minus 3 sind minus 2, minus 2 sind minus 4. Kriegskunstprobe von euch einer minus 4 und die anderen würfeln mit einer minus 12. Allerdings nehme ich ihnen jetzt den guten Heerführer weg und gebe ihn einfach nur mal einen schlechten, der dann da irgendwie Ersatz spielt. Der andere ist zwar nicht tot, aber mit einem Mit zwei Pfeil im Kopf lässt es Komponenten sich nicht fühlt es machen. sich schlecht. Schlecht für die Attribute. Also Arkos führt jetzt nicht, also würfelt jetzt nicht selbst. Ihr dürft für ihn würfeln, wenn ihr wollt. Okay, wer will? So, ich Ich würfel mal kann's. meine Probe. Ich gebe ihm eine 12, 12, 13, 13, 13 mit 7 Punkten. Fragen wir so, wer hat denn noch ein Chip? Was ist denn? Egal, ich Wow! mach's. Was ist denn Egal, das? ich mach's. Jetzt muss ich ja mal rechnen. Wie viele Punkte bleiben denn dann noch? Helf mir mal, da muss ich echt ausgleichen. Wir 13, können, es 13, könnte 13, wie einer viel? sein. So, warte mal, von 13 auf 19 sind 6 Punkte, die mir fehlen. Von 17 sind 4 4. Punkte, dann bin ich bei einer 10 und 15 sind 12. 2 Punkte. Wow. 12 Punkte als Abzug. Dann habe ich plus minus 0 geschafft. Das kriegen wir hin. Ist das Also ihr denn langt uns. ernst? Nee, gar nicht. Plus minus 0 ausgeglichen. Ich habe noch 7 Punkte übrig. So, genau. Okay, Das das sind 7 macht schon Punkte. mehr Sinn. Also wer will jetzt? Ich mach's ansonsten. Kera ist sozusagen der höchste Wert. Ja, aber Ihr würdet ich nicht bin auf bemerken. Den Seekrieg. höchsten Wert hat er nicht. Kiaras hat die Ich höchsten bin auf Attribute. Seekrieg. Er ist der mit der Anführer Seen, vor dass ich allen den antworte, Dingen. Das dass wiederum ich ist sozusagen tatsächlich die der erste antworte. Ritter. So, würfeln, hopp. Okay, minus 4 Ich bei der bin dran. Erleichterung, ja? Minus 4.
gar nicht mal so gut, aber reichlich, um die Leute kaputt zu hauen. Gut, dann 12 von dir und 7 von mir. Die Differenz sind 5. Dann sind wir irgendwo zwischen, sagen wir 70. Sagen wir 70%. Deren Verluste. Genau, 70% Verlust. Schreiben wir das einfach gerade mal dazu. 70% Verlust auf deren Seite und ihr habt eine plus 5, sind 25% Verlust auf eurer Seite. Ausgezeichnet, dann könnt ihr erkennen, wie mit der Anleitung eurer Helden das Jalan dann übernimmt. Die Tore aufgestemmt werden, aufgebrochen mit einigen Pfählen, einigen Bäumen, die man angespitzt hat. Mit der kundigen Leitung von Boltax und von Abelmir kann man dann die Tore aufbrechen, aufstemmen und während da dann kurz reingeritten wird und ja, man versucht dann auch die Sklaven zu umreiten. Ihr wisst nicht genau, ob das funktioniert oder nicht. Habt euch derweil mit den Pferden auf die andere Seite abgesetzt. Und steht dann nach einigen Alarmrufen und Bewegungen auf den Toren, würfeln mal eine Versteckenprobe. Müsst jetzt natürlich auch euch irgendwie verbergen, sonst könnte es sein, dass ihr erkannt werdet. Alle? Alle, natürlich. Nicht so gut. Noch ein Chippy? Nee, ich. Aber die anderen sind auch nicht so pralle. Ich hab nicht mal sich verstecken als Talent. Die hellrote Rüstung hilft. Oder ach so, Quatsch. Nee, das ist ein Basistalent, sorry. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich noch entrückt bin. Das wäre nämlich auch als Mirakel-Minus-Talent. Nee, entrückt wirst du über die 3 Tage wirst du nicht mehr entrückt sein. Nee. Also ihr habt echt schlecht gewürfelt, aber es ist nur eine minus 1, ne? Also ich bin kurz davor, einfach hier nicht minus zu machen. Ja. Das ist nur eine minus 1. Ja, dann werde ich auf alle Fälle erkennen können, dass 1, 2, 3, 3 auf einem Turm bleiben, 4 Leute stehen. Die Kriegerin, die anderen drücken ab. Und ihr könnt irgendwie nicht wirklich die hochklettern, es sei denn, euch fällt was Schnelles ein. Also entweder müsst ihr richtig schnell und dreckig durch oder ihr beschäftigt euch vorher noch mit den Bewachen, die jetzt ihre Bögen ziehen. Hat Carino seine Arbalette noch? Nicht dabei. Ja, ich suche mir irgendwie Deckung und fange an Feuer zu geben, aber wenn die Herren Magier uns schnell durchbringen könnten. Nee? Ja, ich guck an die beiden an, die hier Hammer des Magus einsetzen wollten. Ja, ich möchte die 4 Grad da oben noch blitzen, wenn die in Reichweite sind. Das musst du mir jetzt sagen, ob das geht oder nicht. Ja. Aber 4 Meter hohe Mauer sollte eigentlich funktionieren, oder? 4 Meter hohe Mauer und 10 Schritt entfernt. Da du im Biarros den Blitz 18, das sollte locker drin sein. Joa, das denke ich doch auch, alles klar. Dann Zielobjekte sind es 4. Höchste Magieresistenz 5. Alles klar, plus Anzahl 4. Der Personen sind wir bei plus 9. Und wo ist mein Zauber? Da ist mein Zauber. Ich habe nämlich auch eine Zauberspezialisierung auf Zielobjekt. Und dann wollen wir mal. Was war es? Plus 9, ne? Ja, plus 9. 4 plus 5. Alles klar. Dann habe ich einen Blitz, ich finde raus. Und ich rufe Oculus Orbatusis. Ja, es gibt einen Schrei oder 4 Schreie von der Mauer. Jalan kann noch einen Pfeil in Richtung eines Hörnerhelms schicken und dann ist es Zeit für den entweder Hammer des Magus oder das Klettern. Ja, was wollen wir machen? Wie lange brauchst du denn mit dem Hammer des Magus, eine 4-Schritt dicke Wand zu sich trümmern? Echt, die 4 Schritt? 4 Schritt hoch. Ach, 4 Schritt hoch, ach so, okay. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich werde. Ihr habt 3 Sekunden Zeit, um euch zu entscheiden. Ja, ich werf den Hammer an. Da
dass ihr vor der Mauer steht und jetzt diskutiert. Ey. Ja, ich hock mich dann wieder hin, leg den nächsten Pfahl auf und nur für den Fall, dass noch jemand mal, der müsste seinen Kopf rausstrecken und hoffe, dass die Magier arbeiten. Ja, Steine spritzen dann ins Innere und ihr könnt dann durch den kleinen Durchbruch hindurchschlüpfen, einer nach dem anderen und dann ins Innere gelangen. Ja, vor euch könnt ihr das Innere der Stadt erkennen, auch hier in den Gassen oder im Versteck könnt ihr auch noch einige Sklaven erkennen, die hier nackt und auch ohne Haare sitzen, die Armreife und aus Eisen, also sie sind eindeutig als Sklaven zu erkennen, schauen euch schüchtern an und halten ihre Hände hoch, abwehrend, dass sie nichts dabei haben. Über euch könnt ihr sowas wie teilweise auch Sonnensegel erkennen, die hier zwischen den Häusern aufgespannt sind. Das Ganze dann in so ein schattiges Paradies verwandeln, wenn nicht dieser Blutgeruch in der Luft läge. Und ihr könnt auch einige Seidenkleider erkennen, die hier eben so blutig aufgehängt sind und triefen und tropfen. Als würde man die Wäsche aufhängen. Am Fuße der Klippe, sagt er. Halten wir also hier ran und gehen wir vorwärts. Werfen wir mal vorbeigehen, einen Blick auf diese Sklaven. Wie stabil sehen die Ketten aus? Die sind nicht angebunden. Also die haben Eisenringe und Eisenhalsbänder. Die sind nicht angebunden. Okay. Ihr da, verschwindet durch das Loch, solange ihr noch könnt. Los! Ja, nicken und auf Abstand. Sie werden euch dann so ein bisschen umgehen oder hoffen, dass ihr sie umgeht. Und dann werden sie, wenn ihr an ihnen vorbei seid, auch sofort dann los. Gut, also die Augen offen, besonders nach links. Da haben wir uns auf die Dächer, ich will nicht, dass irgendein Armbrustschütze da liegt. Hinter euch könnt ihr auch wieder Alarm hören, also die vier bzw. drei von der Mauer, die noch übrig geblieben sind, werden dann auch nach und nach wieder aus dem Blitz erwachen und könnt dann auch sehen, wie eine einen Pfeil anlegt. Hier seid ihr? 1, 2, 3, 4, 5. Würfel einfach mal gerade ein W20, vielleicht treffe ich ja irgendwen. 4, ein W6 plus. Was macht dein Langbogen? Ein W6 plus. Warte, ich weiß es gerade. Moment, ich muss nachschauen. Mann, da macht ein W6. Ja, genau. Auf sind die Distanz, wir sind 9. unter 50 Schritt, also nochmal plus 1 oben drauf, plus 2 mal nicht. Dann sind das 10 Schaden. Wer will? Gerne? Würfel doch, und dann gehen wir durch die Liste. Oh gut, dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, das ist ein W10. Ein W10, den ich dann halbiere. 5 sind 6 sind 3. Abelmir, Boltax, Isarun. Isarun wird mit 9 TP in den Rücken getroffen. Ja, super. Ich bin mir ziemlich sicher, das gibt eine Wunde. Nochmal kurz. 10 Schildarm. Also in den Rücken, Schildarm. Und hinten. Okay. Das waren 9 TP, sagtest du, ne? 9 TP, Wundschwelle minus 2. Oh, das ist eine Wunde, ne? Wundschwelle minus 2 ist das sehr. Na, ich kenne ihre Rüstung nicht. 7 Lebenspunkte? Warum? Nein, Mann, ich habe ein Minus davor vergessen. Ich sage, warum hast du 28? Ja, das sieht viel besser aus. Dann gib mir mal eine Gassenwissenprobe plus 10. Wir sind im Kriegsfall in einer unbekannten Stadt. Einer von uns. Entschuldigung für die Unterbrechung. Wie war das jetzt nochmal mit der Wunschwelle? Also, wenn es genau auf der Wunschwelle liegt, auch dann mit diesem Minus, dann kriege ich keine. Okay, weil ich habe nämlich eine 9er Wunschwelle. Dann habe ich nämlich Glück. Ja, aber Wunschwelle minus 2 sind 7. Ich nehme auch an, sie hat 2 Punkte Rüstung an. Ja, beides. Garmison gibt 2 Punkte an. Gassenwissen. Plus 10. Innerer Kompass? Nee, innerer Kompass zählt nicht, weil du noch nie hier warst. Wir haben eine Karte gesehen, ich bin Kartograf. Du hast keine Karte gesehen. Na, du hast sie nicht gezeigt. Grober Überblick, das ist keine Karte. Gassenwissen. Und schicke ich euch noch einen Pfeil. Ja, Isarun irrt durch die Gassen, führt euch dann durch verschiedenste Gebiete und ihr bekommt, während Isarun so ein bisschen versucht, diese Schule zu finden, dieses Wirtshaus, diesen Hinterhof, könnt ihr auf alle Fälle nochmal sehen, wie ein oronischer Kultist auf euch zukommt und mit einem Dolch nach euch sticht. Ich würfel gerade mal den Dolchangriff aus dem Hinterhalt. Das ist gerade getroffen. Ich würfel einen weiteren W10. 5, das ist Visa Isarun. Ach, Menno. Kann ich mich dazwischen werfen? Nein. Machst du nicht Aufmerksamkeit? Ja klar, aus dem Hinterhalt. Ja, ist das jetzt wieder. Ja, dafür ist Aufmerksamkeit da. Genau. Es sind 2 Punkte Schaden, ist ganz egal, was es ist.
Die wirst du ja wohl nehmen. Ja, das wird halt von meiner Rüstung aber aufgefangen, von daher. Ja, auch ironische Skalpelle? Ich weiß es nicht. Ja, solange die nicht panzerbrechend sind, ja. Sind panzerbrechend. Gehen deine Rüstung vorbei und zwei permanente DP. Ich glaube, danach könnt ihr ihn auch einfach dann umlanzen, umbringen und das war eine ziemlich teure Gassenwissenprobe. Wartet mal, wir sollten den vielleicht festhalten. Ich habe da eine Idee. Also ihr könnt mit dem machen, weiter. Was ihr wollt. Ihr habt keine Zeit. Mit den Waffen, das ist mir egal, ne? Das ist halt nur ein Kultist. Aber er hat getroffen. Walter, wir haben keine Zeit für lange Befragung. Das ist nicht, keine Befragung. Eine andere Idee. Ja. Mhm. Dann los. Komm mal runter, ja, ich zieh ihn mal am Ohrläppchen runter und ich würde gerne Halluzinationen wirken. Und zwar ihm Folgendes ins Ohr flüstern, während ich ihn anfasse. Hey, sieh da, deine Feinde sind jetzt deine Freunde und deine Freunde sind deine Feinde. Und dann würfel ich die Probe auf Halluzination. Nicht so cool. Oh, ich Magie. Bin ich kein Tollpatsch. 19, 20, 19. Ja. Da bleibt immer noch was übrig mit einer TBR von 20. Ja. Er hat eine MR von 6. Also... Da bleibt eins übrig. Was ist THW 1 oder ZFW 1? Ja, muss ich gerade mal gucken. Hilft das? Geh davon aus, dass es hilft. Ja, weiß ich nicht, ob da die ZFW oder die ZFP Sterne wichtig sind. Okay. Ist eine ausgemergelte Gestalt, hat auch sich die Haare rasiert. Ist auch ein Mann und du kannst auch sehen, wie er dann wohl verschiedenste Paktmale hat, also eine skorpionartige Haut, die sich da wohl gebildet hat als Paktmal. Guckt er euch da an und starrt euch dann aus tiefroten Augen an. Also Halluzination, blablabla. Ja. Die Fantasiewelt und die Randbedingungen, die der Geode vorgibt, die das Opfer zusammenfantasiert, hat eine Realitätsdichte von 2x ZFP Stern. Also. Und 2. Ja. Ja, würfel dir eine Selbstbeherrschungsprobe. 1, 2, 3. Hast du noch einen Schicksalspunkt? Ja, ich hab noch einen. Dann würfel mal deine Halluzination neu, sonst sticht er mit dem Moronischen durch nach dir. Ja, dann mach ich das. Gerade wenn du ihn am Ohrläppchen runterziehst. Ja. Ich meine, du könntest natürlich ihn durchnehmen und nach ihm stechen. Ja, alles klar. Ja. Dann rennt er los. Dann rennt er los und ist erstmal in den Gassen verschwunden. Und weiter jetzt. Kurz danach kann Kiaras den richtigen Hinterhof finden und ihr könnt euch dann in einen widerlichen Schlund, das ist keine richtige Höhle, es ist eine rot klaffende, fleischige, ein Auswuchs, durch den ihr euch dann bewegen könnt. Also da scheint wohl irgendwas an den Wänden gewachsen zu sein, ein Spalt, in den ihr dann eindringen könnt und seht dann wohl auch verschiedenste rote Zapfen, die dann pulsieren und eine Feuchtigkeit absondern. Ein bisschen rotlich-schwarz, einige Pusteln, die sich bilden und ihr könnt dann durch einen Sumpf nach oben warten. Geht dann wohl auch viele Meter nach oben, könnt dann in einer etwas größeren Höhle stehen bleiben, wo dann Sklaven, einfach menschliche Opfer in weiße Hüllen eingearbeitet worden sind und da dann absorbiert werden. Und ihr seht dann wohl auch sowas wie eine Wächterin, eine Sklavenwächterin, die euch dann mit einer neunschwänzigen Peitsche anstarrt. Ein kurzer Pfeil von Jarlan in ihren Kopf kann sie dann auch zur Seite strecken und ihr könnt dann auch dieses Blut um euch herum spüren und hören, wie wohl diese Höhle atmet. Wie gesagt, weitere Stockwerke nach oben rennen und steht dann im Inneren des Palastes. Und Kesha, bevor wir oben ankommen, wie finster ist es hier drin? Finster. Bevor wir oben ankommen, würde ich gerne, weil ich nicht so genau weiß, was jetzt eigentlich die Liturgie macht, denn das wurde uns ja nicht erklärt, mal meine Eiserner Wille 2 anwerfen. Ja, Magieresistenz steigt um 9 Punkte oder sowas, ne? Ne, 7 Punkte. Nur 7. Dann bist du insgesamt bei wo, was? Insgesamt bin ich von der Magieresistenz dann bei 19. Bei 18. Plus das von Kiaras. Genau. Von dem ich ja nichts per se weiß. Ja, genau. Regeltechnisch wirst du das nicht. Ihr habt ja in Regeln in der Aventurisch, keine Ahnung. Ja. Das ist ein göttlicher Auftrag, dem Jonah zu göttlich, teilen. Göttlicher Auftrag, klar. Nehmen wir aber die 7, damit ich mir eine Erleichterung. Ich möchte Grad 4, das ist die Magiebahn wirken. Du stehst in einem Sanktum.
Das sind wie viele Erschwernis? Maximal 7. Ich warte kurz. Ich glaube, das, glaub, das geht sogar bis 12 hoch, oder? Ich glaube auch. Regeln des Ortes. Find's gerade nicht. Auf dämonisch verzerrtem Territorium mindestens plus 7. Mindestens plus 7, genau. Aber nicht, nicht maximal. Da steht nichts Maximales. Ja, dann nimm mal eine plus 12. Okay, nimm mal eine plus 12. Graf, ich ordne das Weltgeschehen ein. Wie ist das definiert? Gar nicht. Greift ordnend Striche harmonisch ins Weltgeschehen an. Ja, bist im göttlichen Auftrag unterwegs. Ja, doch, komm, nimm nochmal 2 Punkte von mir. Also haben wir 9 und 12 sind eine 3er Erschwernis insgesamt. Kriegen wir noch eine 6er Erschwernis von der Liturgie und das könnte knackig werden. Ich würfel erstmal, bevor ich jetzt anfange. Es reicht! Es reicht! Es reicht! Ein Amulett erstrahlt. Gib das Licht wieder frei. Im dreifach heiligen Namen Praios, des Herrn der Sonne, dessen Gleißen die Makel der Welt auslöscht. Im zweifach heiligen Namen Darados, des strahlenden Wächter Alvarans, dessen feuriger Atem den Frevel hinwegfegt. Was der Ordnung der Welt spottet, das kann der Ordnung nicht sein. Was dem Licht der Welt ein Gräuel ist, das kann im Licht in der Welt nicht sein. Und was nicht sein kann, das vergehe. Praios, wirf dein Auge in diese finstere Kammer und strafe die Frevler. Ich rufe das Auge des Praios herbei. Idealerweise. Gut. Das Auge des Praios? Mhm. Was bedeutet? Das ist, das erscheint dann, wenn die Liturgie hinhaut und Band in einem Radius von, ich glaube, 12 Schritt, ich bin mir nicht sicher, sämtliche Magie. Und es leuchtet. Auch unsere Amulette? Es band alle Magie. Punkt. Ende. Oh, Mann. Du Perlan. Ich hasse dich, ey. Und das ist zweifach gemeint, aber also der Boden, ne. Du weißt schon, dass du unser Djinn alles wechselt, alles. Ja. Oh, ist, Mann. Also gespeicherte, ich weiß nicht, wie Djinn sind. Ja, gespeicherte doch, alles ist weg. Vielen Dank. Jedenfalls, ich weiß nicht, wie Djinn funktionieren, aber Artefakte vergehen ja, nicht, die werden unterdrückt. Ist gebunden an den Ring. Ja, ist weg, genau. Ja. Er wird raus komplimentiert. Super. Vor allem, weil wir schon geschützt waren. Ja, richtig klasse. Super Aktion. Ja, mit dem Licht von Praios an eurer Seite, was euch schützend zur Seite steht, könnt ihr guten Mutes die Treppen glitschig nach oben steigen und steht dann in dem riesigen Palast von Demiona, die dieses ehemalige Sanktum verwandelt hat und ja, dann zu ihrem eigenen Palast umfunktioniert hat. Ja, ihr steht jetzt gerade irgendwo in einem Vestibül, würdet ihr sagen, also eine Eingangshalle, könnt dann durch einige gläserne Fronten dann auch den Gartensaal erblicken, wo es dann nach draußen in den blutroten Garten geht und nach links und rechts zweigen lange, große Gänge ab. Ihr könnt auf alle Fälle, ihr wisst nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, der Himmel fühlt sich draußen noch etwas röter an als normal. Ihr könnt Kampfgeräusche hören, die wohl von draußen erklingen. Also Arkos kämpft da wohl immer noch mit Eleonora. Ja, leise reinschleichen, oder? Ja, weiter jetzt. Zum kann ich ja jetzt nicht mehr wirken. Links oder rechts? Links. Links. Ja, dann könnt ihr durch die langen Gänge laufen und schreiten und dann zu eurer Rechten den ersten großen Raum erblicken, ein Archiv, also ein großes Bücherregal mit unheiligem Wissen. Und dann, wenn ihr weiter nach vorne geht und einfach nur kurz durchstöbert habt, Demiona hält sich hier nicht auf. Ihr seht auch keine weiteren Pferde, die es hier gibt oder andere wittergehörnte Dämonen. Es scheint alles sehr leer. Dringt aus einem Raum, das ist wohl ein Musikzimmer, geigenartige Töne, die euch kurz versuchen zu beeinflussen, aber zusammen mit dem Harmoniesegen von Kiaras und von Raya an eurer Seite könnt ihr diese kakophonischen Klänge einfach ignorieren. Iseron hatte wie gesagt, dass ein Gregoroth ebenso möglich wäre. Könnt dann an einer Winzerei vorbeigehen, wo ihr blutroten Wein erkennen könnt, an einem Ballsaal vorbei, an einer Seidenmanufaktur, wo dann auch diese Sachen gewoben werden, könnt ihr die Treppen nach oben gehen und findet auf der einen Seite nichts. Wenn ihr, ja, verzweifelt wie ihr seid, wieder zurückrennt und mal den anderen Flügel des Palastes
versucht zu erkennen, könnt ihr sehen, dass wohl die Kämpfe sich ausgebreitet haben. Mit einem Blick durch das Vestibül hindurch könnt ihr erkennen, wie wohl im Inneren jetzt auch gekämpft wird und die ersten Pferde von euch durchgebrochen sind und jetzt oben stehen. Trotz vor diesem kleinen, ja, See ist es nicht, diese angelegte Wasserpassage. Auch hier wird jetzt gegen die Rotmäntel gekämpft. Wobei an einem Speisesaal, an der Werkstatt, an einer Küche, den Zimmern, Badezimmern, könnt ihr dann zu einer Tempelhalle gelangen. In Rot und Schwarz waren ihre Farben. Die gleichen, die vor kurzem noch das Banner des Dämonenmeisters gezeigt hatten. Rot und Schwarz, das Allerheiligste des Klosters. Geschmückt könnt ihr diesen Raum erkennen, den Schrein der Blutrosen, den durch die Macht der Göttin verformte Wildrosen des Landes Oron zeigen, prall, glänzend, schwarz. Ihre Blüten spitz und tückisch mit den langen Dornen und ein süßer und schwerer Geruch, der in der Luft liegt. Alle Erinnerungen an die Liebesgöttin Raya verblassen. Ihre Statuen und ihre Bilder sind zerschlagen und ihr fühlt euch dumpf und taub, während ihr trotz des Harmoniesegens durch diese Tempelanlagen lauft. Ihr seid jetzt direkt in den Niederhöllen, so gleicht es zumindest. Und dann könnt ihr ein höhnisches Lachen vernehmen. Eine Frau? Ihr hört einige Stimmen und seht dann, wie wohl Arkos und Eleonora schon hier sind. Ihr seht eine weitere Frau, unglaublich hübsch, die vor einer riesigen Gestalt steht. Die Shasmanyat, versteinert, mit vielen, vielen Armen, die sie zeigen, und seht, wie sie sich wohl bis eben noch unterhalten haben. Einen großen Widderkopf, einige Statuen, die hier stehen mit geschwungenen Hörnern. Könnt ihr euch jetzt in diesem stinkenden Pfuhl aus Blut und Schmutz mit monströsen Phallus-Symbolen an den Wänden noch einmal die Miona von Zorgan ansehen? Gegenüber diesem ekligen Bildnis niemals Geringeres als die Oberin des Kultes der Belkelel selbst. Moguli Dimiona bietet einen bemerkenswerten Anblick. Aus schimmernder, blutig feucht wirkender Seide ist ihr Kleid, das am Oberkörper wie eine zweite Haut erscheint. Von der Gürtellinie abwärts aber in einzelnen Streifen herabfällt und dessen hohe Schlitze alles erahnen, obgleich nichts erkennen lassen. Ihre Hände haben lange mit Edelsteinen geschmückte Nägel und sie trägt das seidige schwarze Haar offen und einen Schleier aus dünner, blutroter Seide, der ihr Antlitz bedeckt und nur die Augen frei lässt. Ihr Blick ist ernst, doch in den ihren Augen lodert ein unheiliges Feuer. Als sie als Priesterherrscherin Oruns die Litanei zu Ehren des Festes rezitiert. Es gibt viele schöne Dinge auf der Welt, und sie stehen dem zu, der sie sich mit der Kraft der Begierde und der Entschlossenheit nimmt. Was du willst, das nimm dir. Denn Leid und Tod anderer speisen deine Freude, und ihnen Gewalt anzutun und sie gegen ihren Willen zu nehmen, ist dir angenehm. Die hilflosen Laute deiner Opfer sind der einen und einzigen Herrin die allerschönste Melodie. Genuss ist nichts ohne Macht und Macht nichts ohne Genuss. Und im Antlitz der einen und einzigen Herrin sind höchste Macht und höchster Genuss eins und unzertrennlich. Der Erstgeborene der einen und einzigen ist der Zweigehörnte. Ist seine Mutter und Herrin die thronende Gebieterin unendlicher Schönheit und Freude, so ist er der stürmische Prinz, der seine Kraft freigebig mit den Sterblichen teilt. Weil er der Erste ist, hat er das Recht, sich zu nehmen, was ihm gefällt, und seine unberechenbaren Launen spielen mit den Sterblichen wie die Kraft der Elemente. Ihr könnt sehen, wie Arkos Schar zu einem Sturmangriff ansetzt, seine Löwen, das Schwert der Theaterritter, festgegriffen, rennt er durch den Saal auf sie zu und versucht mit einem einzigen Hieb ihr den Kopf von den Schultern zu trennen, holt lang aus. Miona versucht noch zurückzuweichen, aber da ist nicht sehr viel Platz, um zurückzuweichen. Und so kreischt sie: Nein! Nein! Arkos! Warte! Nicht!
Der schlägt zu.